Gut, fangen wir an mit Passhöcker, Passwörter lernen, 5 Tagen, Selbstexperiment nicht nachmachen. Warum soll ich das nicht nachmachen? Wenn ich meine eigenen Passwörter doch vergesse, ist es doch saugut, wenn ich das kann, Thomas. Was soll die Scheiße? Okay, 3, 2, 1 und cringe von meinem alten Kater jetzt. Was würdest du tun, wenn du das Passwort sämtlicher Computer, WLAN-Netze und Social-Media-Accounts hacken könntest? Weiß ich nicht. Ich würde alle Leute erpressen und auf die Nacktbilder, die ich mir runterziehe, einfach nur fett wichsen, also. Könntest du dieser Versuchung widerstehen und deine Macht für das Gute einsetzen? Nein, könnte ich nicht. Ich würde nur Scheiße bauen. Oder würdest du diese Macht missbrauchen? Ja, ich würde. Also generell missbrauche ich ja sowieso schon die Macht, die ich habe. Deshalb würde ich sagen, dass ich diese Macht auch missbrauchen würde, ganz klar. 2017 entstand durch Cyberangriffe. Warum ist Thomas so unangenehm laut? Alleine in Deutschland ein Schaden von 2,4 Milliarden Euro. Das ist ungefähr das, was ich im Jahr verdiene. Regelmäßig enthüllen Hacker private Daten, wie zum Beispiel Nacktbilder oder Handynummern von Prominenten. Doch es gibt auch eine Szene, welche sich als tugendhaft versteht und zum Beispiel die Sekte Scientology, den rassistischen Ku Klux Klan oder sogar den IS gehackt haben. Doch wie genau funktioniert das eigentlich und kann das jeder lernen? Diese Woche treffe ich mich mit einem Profi, der mir in einer Woche das Hacken beibringen will. Aber geiles Licht, was du hier hast, Thomas. Also das ist wirklich schön ausgeleuchtet, Bro. Das erste, was ich machen würde, wäre, klar, Evives Account löschen. Hallo Morpheus, wie funktioniert Hacken? Hi, ja, also Hacken ist ein sehr, sehr breites Feld. Ich glaube, du musst dich erstmal entscheiden. Morpheus, Hacker-Experte, okay. Was genau du hacken möchtest. Also überall freies WLAN zu haben, das wäre natürlich schon ein schöner Gedanke. Ich habe mir vorgestellt, für mein Video mal ein WLAN zu hacken, das wäre interessant. Ich habe mir aber auch vorgestellt, einen Windows-Pin zu hacken. Also bei Windows ist es eigentlich einfacher, echt was leicht, zu machen. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, dass du quasi dein Windows-Passwort einfach umgehst. Das heißt, du musst es nicht mal hacken. Du ersetzt einfach dein Passwort durch ein neues Passwort. Das heißt, das könntest du jetzt auch bei meinem Laptop einfach machen, wenn ich dir den geben würde. Wenn du mir den Laptop wirklich gibst, ja, dann kann ich das machen. Okay, also das krank, Alter. Ist auf jeden Fall realistisch, dass ich Windows-Passwörter hacken lerne. Das ist absolut krass. Realistisch, ja. Ein WLAN-Passwort kannst du auch machen. Ja, also bei dir muss ein Hacker nicht mal die Nummer hacken. Bei mir liegt einfach Simon Unge, meine Handynummer, der Hurensohn. Nachdem halt, wie schwer es ist. Hacken komplett illegal, aber mit Erlaubnis dürfte ich. Also es ist so, Hacken ist eigentlich was, das kannst du mehr oder weniger auch studieren, heißt IT-Security oder IT-Sicherheit. Gerade weil eigentlich jede Firma natürlich auch dafür sorgen muss, dass sie nicht gehackt werden. Zum Beispiel eine Webseite dazu zu bringen, was Erik B., danke für deine 2 Euro. Sollte, zum Beispiel Nutzerdaten ausgeben. Genau, sowas darfst du dann mit einem Auftrag probieren, musst dann halt natürlich sagen, dass du was gefunden hast und dann können die es reparieren. Ah, das ist spannend. Wie würde also, ich denn... voll oft so, dass halt so Unternehmen wie Google und sowas oder auch andere Unternehmen wie Google, also generell Unternehmen halt, die Webseiten und sowas haben, ihre Seiten hacken lassen, um zu gucken, ob sie Sicherheitslücken haben und dann pro gefundene Sicherheitslücke ein paar hundert Euro bezahlen, ne? Jetzt angehen. Also im Endeffekt ist es meistens so, du brauchst eine virtuelle Maschine, ein Kali Linux, das sind die ganzen Tools, die dafür was die K3, dankeschön, Bro. Thomas auf jeden Fall hier schon auf hackermäßig unterwegs im Cognito-Browser. Den nutzen wirklich nur Leute, die wichsen. Oder Hacker, ganz klar. Voice bringt mir alles bei. Ihr findet den Link zu seinen Videos übrigens in der Videobeschreibung. Alles klar, dann vielen Dank. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit. Hä, hey, als ob der so schnell gelernt hat, wie es... Bro. Ich werde... Safe nicht. Also ein WLAN-Passwort hacken. Zuallererst brauche ich dafür ein anderes Betriebssystem, denn auch wenn man theoretisch auch Linux, mit Windows hacken könnte, ist Linux bzw. Linux Kali speziell dafür ausgelegt. Mein Leben als Hacker beginnt damit, Linux auf meinen Laptop zu installieren. Wie mache ich das? Ja, ich glaube, da wäre es bei mir schon vorbei, Alter. Also da wäre ich schon raus, Digga. Wie zu gefühlt allem, was mit Informatik zu tun hat, hat Morpheus auch dafür ein Tutorial und das befolge ich. Okay, ich bin jetzt drin. Ich habe eigentlich einen Windows-Laptop, bin aber jetzt in diesem Fenster hier virtuell in einem Also einfach eine virtuelle Maschine, ja. Linux-Betriebssystem drin. Und in diesem Betriebssystem gibt es jetzt hier diese ganzen Hacker-Funktionen. Keine Ahnung. Passwort-Attacks? Das ist ja einfach. Alter, das ist schon krass. Das einfach so, man kann da einfach so auswählen, Passwort hacken und dann läuft das wie in so einem Film durch, probiert so ganz schnell alles durch, dann ist das Passwort gehackt. Genauso läuft es nämlich, Leute. Und einfach... So richtig dreist, Information Gathering, Password Attacks, Wireless Attacks. Ist schon heftig, wie offensichtlich das Betriebssystem, also die Version von Linux, aufs Hacken ausgelegt ist. Und wie hackt man damit jetzt ein Passwort? Okay, es ist jetzt einfach 4.22 Uhr. 420, Bro. Ich habe jetzt schon den ganzen Tag mich informiert, alles installiert, alles aufgesetzt. Ich glaube, man idealisiert das voll. Man denkt immer, Hacker sind so Typen, die so einfach am PC sitzen und so und die ganze Zeit so einfach irgendwas runterschreiben, dann so innerhalb von 2 Minuten drin sind. Dass es eigentlich ein Prozess ist, der sich über Wochen oder Monate hinzieht, ist den meisten Leuten gar nicht geläufig. So, das fällt den meisten Leuten gar nicht auf. Die denken, man sitzt da einfach so und schreibt irgendwas runter.
So ist es aber nicht im Regelfall, Leute. Aber heute nicht schlafen, bevor ich nicht ein WLAN gehackt habe, sage ich euch. Unser WLAN-Passwort ist jetzt geändert am Laptop, wie ihr seht. Passwort ist nicht drin, nicht verbunden, Verbindung wiederhergestellt. Aber geht natürlich nicht. Ich will jetzt aber Internet haben, also was mache ich? Ich hack mich natürlich einfach rein, ist ganz klar. Grob gesagt funktioniert es so. Man braucht einen WLAN-Stick und programmiert ihn darauf, ständig auf ein spezielles Netzwerk zu horchen. Jetzt muss sich nur noch jemand in das WLAN einloggen. Da so gut wie alle Geräte und Handys ohnehin immer an und verbunden sind, kann das aber lange dauern. Der wirklich geniale Trick hier ist es, einen Angriff zu starten, der dafür sorgt, dass sich alle verbundenen Geräte im Ziel-WLAN neu verifizieren müssen und genau dort, wo dieses Passwort dann übermittelt wird, greift man es aus der Luft, denn WLAN fliegt ja wortwörtlich durch die Luft. Da haben wir jetzt hier auch links schon den WPA-Handshake und das ist alles, was ich brauche. So, jetzt generiere ich eine Passwortliste. Okay, jetzt zieht er einfach alle Zahlen durch. Das Passwort ist jetzt noch verschlüsselt und so setzt man ein Tool drauf an, welches bei meinem Laptop zum Beispiel ganze 12.000 Passwörter pro Sekunde ausprobiert. Oh, so lange, bis das Richtige gefunden wurde. Jetzt fühle ich mich wie ein Hacker. Obwohl er eigentlich ja gar nichts gemacht hat tatsächlich, ne? Also kann man dieses Hackerprogramm hacken? Was machst du, wenn du als Hacker gehackt wirst? Also ich glaube, an der Stelle gehe ich jetzt auch mal ins Bett und lass den Kollegen mal über Nacht arbeiten. Obwohl gerade mit 12.000 Passwörtern pro Sekunde nach dem Richtigen gefahndet wird, kann... Ja, das ist ja genau das Ding. Die Möglichkeiten bei einem 12-stelligen Passwort sind ja so gigantomatisch groß. Ja, gigantomatisch ist dein Wort, frag nicht so dumm. Dass das ja wirklich Tage, wenn nicht sogar Wochen dauert. Also man lässt ja kein Rootkit eigentlich durchlaufen. Das ist doch ein Rootkit, wenn ich mich, glaube ich, richtig entsinne, oder? Was quasi immer weiter Passwörter durchprobiert und Kombinationen. Also das ist ja, ist das noch so schnell läuft das doch gar nicht, oder? Es Stunden, Tage und Wochen dauern, bis man ein Passwort knackt. Ja, meine aber ich doch. Wie kann man berechnen, wie sicher sein eigenes Passwort ist? Bei einem 6-stelligen Passwort bestehend aus Kleinbuchstaben, wie zum Beispiel Tomary, rechnet man ganz einfach die Zahl der in Frage kommenden Ziffern, also 26, hoch die Anzahl der Ziffern, also 6. Heraus kommen 308 Millionen Kombinationen. Richtig, genau, das ist halt das Ding. Also wenn ich ja nicht mal die Möglichkeit habe, eventuell abzustecken, was das Passwort ist. Also wenn ich schon ein paar Variablen im Passwort kenne, über Social Engineering wird, glaube ich, deutlich mehr gehackt als über das eigentliche Hacken. Ein Passwort, der durch die Variabilität so sicher ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass Unge in seinen Passworts immer Unge drin stehen hätte, dann hätte ich ja schon mal einen Großteil des Passworts. Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich nur noch den Rest finden. Also ich glaube, Social Engineering ist da dann doch das stärkere Hacker-Tool. Das klingt jetzt erstmal viel, aber mit den 30.000 Passwörtern pro Sekunde, die ein guter Desktop-PC schafft, hat man in knapp unter 3 Stunden alle Kombinationen und darunter auch die richtige. Das komplett zufällig generierte Passwort, ein Abo für Tomary, Ausrufezeichen. Hat 2 Groß- und 7 Kleinbuchstaben, 2 Zahlen und 1 Sonderzeichen. Ja. Dadurch gibt es 17.374 Billionen, 411 Milliarden, ja auf jeden Fall ganz viele Kombinationen. Und um zu knacken, würde das dauern 47.000 Jahre. Genau das meine ich halt, weil kein Passwort ist ja wirklich so. Ein paar Lowercases, ein paar Highercases drin, verschiedene Zahlen, Sonderzeichen noch mit rein und so weiter und so fort. Und dann hat man schon ein Passwort, was so sicher ist, dass man halt da mit einem Rootkit eigentlich gar nicht erst gehackt werden kann. Wisst ihr, was ich meine? Also dann ist man wirklich eigentlich dumm. Ich glaube, die meisten Hacks sind dann doch, wie gesagt, über Social Engineering, Keylogger, Malware oder sonstige Dinge halt, ne? Aber es gibt auch einen Weg, noch deutlich schneller nach einem Passwort zu suchen. Dazu kommen wir später. Wieso schläft Thomas eigentlich nie bei seiner Freundin im Bett? Das wundert mich immer. Bro, alles gut bei euch, oder? Also, wollen wir reden? Key not found. Oh, das ist ja traurig, ey. Warum? Okay, ich habe was Spannendes, was Vielversprechendes gefunden. Ich habe jetzt quasi diese verschlüsselte Datei nochmal bereinigt und probiere es jetzt einfach mal nochmal neu. Okay, jetzt probiert ihr alle mal durch. Yes, Key found. Himalaya. Passwort habe ich rausgefunden. Das ist schon insane. Aber sein eigenes WLAN zu hacken ist natürlich noch ein bisschen langweilig. Was jetzt richtig? Er hat es jetzt bereinigt, aber er hat ja auch gar nicht genau gesagt, wie er es bereinigt hat und was jetzt genau. Also ist ja keine qualifizierte Aussage. So, Himalaya ist ja auch ein Passwort, das nutzt ja keiner. Also Real Talk, so meine, also zumindest was mein WLAN-Passwort jetzt angeht, ist nicht das Passwort, was ich halt hinten auf der Fritzbox oder sowas habe. Oder weiß ich was, ich habe nicht mal eine Fritzbox oder, also ich sag sowieso Router nimmer Dings, Fritzbox. Aber zumindest auf diesen Routern halt drauf habe. Aber halt auch eine random Zahlen- und Buchstabenkombination. Alle Leute fucken sich immer übertrieben ab, warum ich das mache. Ja, einfach, weil es halt sicherer ist. Ne? Und man muss bei mir halt auch immer 3 Euro einwerfen.
und eine Blutprobe abgeben. Krass wird, wenn ich das WLAN von einem Kumpel hack. Aber natürlich habe ich seine Erlaubnisse. Aber natürlich, ich habe keine Kumpel. Ja, sonst wäre das hier illegal. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Tatort. Es ist ein unglaublich komisches Gefühl. Thomas, bitte kauf dir endlich neue Schuhe. Es fällt ja auch eigentlich nicht auf, wenn man das tatsächlich übertrieben mit so einem Spoofer. Spoofer ist, glaube ich, wenn es immer wieder das WLAN anfragt, um es zu crashen. Hey, seht, ich bin drin, der Hacker-verstehende Boss. Ich habe keinen Plan von Informatik, ich kenne nur so ein paar Begriffe. Jedenfalls ist es so, dass die Dinger halt super auffällig sind. Also wenn ich so auf der Straße sitzen würde, da würde ja jeder fragen, sorry, was machen Sie da? Ich hacke Kreditkarte, WLAN, ich bin von NetColo, ich bin von der Telekom... Ich bin ein Hacker, bitte nehmen Sie mich fest. Ja, Digga, also da kannst du keinem erzählen, wenn du so auf der Straße gehst, Digga. Gleich Akku von Laptop leer. Hier sind halt ständig Leute. Hier ist mein WLAN. Ich hab's. Jetzt höre ich's gerade ab. Jetzt sende ich das Störsignal. Auf mysteriös angelehnt. Digga, das ist sowas von 2002. Ja, die Art, das zu machen, glaube ich, ne? Ich glaube, da gibt es deutlich sicherere Wege. Also wenn man halt zum Beispiel schon mal weiß, welche Hardware derjenige hat. Angenommen, der hat jetzt, weiß ich nicht, eine Fritzbox mit einer bestimmten Typenbezeichnung. Ach, wieso sage ich denn nicht Fritzbox? Einen bestimmten Router halt mit einer Typenbezeichnung. Und man weiß, dass dieser Router da und da eine Sicherheitslücke hat. Und wenn ich die genau targetiere, dann komme ich da eventuell anders ran. Wisst ihr, was ich meine? Die Beute ist da. Alles, was ich brauche, ist jetzt eine mini kleine Datei auf meinem Laptop und werden jetzt auf meinen PC gebracht und dann an meinem PC geknackt, weil der hat ungefähr viermal so viel Power wie mein Laptop. Trotzdem mal krass. Also ich meine, das ist ja halt das Problem. Das Wachstum von Prozessorleistungen ist ja leider nicht exponentiell, sondern nur linear. Aber ich glaube, mit dem Vorstoß eventuell ins Quantencomputing und so weiter und so fort, sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so weit von dieser Dystopie. Ich hack jetzt einfach mal die krass komplexesten Passwörter entfernt, weil dadurch halt die Rechenleistung ins Exponentielle steigt und so extrem crazy wird. Das wird, glaube ich, echt insane. Ja? Also, Die erste Datei beinhaltet schon mal gar nichts. Die zweite Datei, die hat auch nichts. Moment, da stand Sebastian. Thomas, du hast nicht meine Erlaubnis dafür, mein WLAN. Die dritte Datei hat auch nichts. Die letzte, da war was. Die letzte hat safe eine. Und vier. Och nee. Das war so anstrengend, ey. Oh. Ein herber Rückschlag. Die stundenlange Arbeit und der durch die ganzen Passanten enorme Stress, dem ich als Hacker vor Sebastians Haustür ausgesetzt war, war... Thomas, du kannst nicht einfach vor meine Haustür gehen, Alter, ich will das nicht. ...waren umsonst. Aber ich gebe nicht auf und ziehe die ganze Nacht durch, um mir Wissen anzueignen. Über Netzwerksicherheit, aber auch über Sicherheitslücken in Windows-Rechnern. Zeit spielt keine Rolle. Ich möchte Sebastians WLAN-Netzwerk knacken. Komme, was da wolle. Draußen ist es schon wieder absolut hell. Es ist einfach 6 Uhr... 20. Ich gehe jetzt schlafen, ich habe jetzt die komplette Nacht nochmal durchgezogen, habe alles gelernt, was ich brauche, um heute auf jeden Fall oder morgen auf jeden Fall einen Windows-PC-Passwort zu knacken, was schon mal richtig heftig wird. Und ich habe mich auch noch ein bisschen weitergebildet, was das WLAN-Passwort angeht, damit wir da heute auf jeden Fall erfolgreich sind. Interessant. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Nach einer Runde erholsamen Schlaf versuche ich erneut, das Passwort von meinem Kumpel zu hacken. Okay, let's go. Virtuelle Maschine. Hier unser WLAN-Adapter. NG, check. Kill, Enter. Jawohl. Der WLAN-Adapter ist jetzt zum Hacken ausgelegt und jetzt geht's los. Also auf dem linken Fenster startet jetzt gleich die Überwachung. Die lübt. Und auf dem rechten Fenster startet jetzt das Rauskicken. Das lübt auch. Und da ist der Handshake. Ey, ich bin tatsächlich drin jetzt, ne? Ja, ich muss es jetzt noch knacken. Ich bin noch nicht im WLAN drin. Aber ich habe die Datei jetzt und jetzt stehle ich mich damit nach Hause. Bin ich mal gespannt, was dein Passwort ist, Alter. War der jetzt bei dem in der Wohnung halt den gehackt oder wie? Der
unauffällig hacken, ist Splinter Cell Boss. Alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich ziemlich leicht. Ich ziehe mir einfach die Daten von diesem USB-Stick auf meinem PC, damit ich die da viel schneller cracken kann. Wieso wirkt Thomas eigentlich noch müder und durchgewichster als ich eigentlich, Alter? Thomas, was ist mit dir? Jetzt greifen wir einfach diese Datei ab, die ich bei Sebastian aus der Luft abgegriffen habe mit seinem Passwort, mit dieser Wortliste ab, die mehrere Gigabyte groß ist und dann einfach alle Kombinationen von Buchstaben drin hat. Mhm. Wordlist.lst. Und jetzt muss ich nur noch Enter drücken. Und jetzt gleicht er alle Kombinationen ab. Ich bin gespannt, wie das dauert. Mein PC rattert jetzt mit knapp 30.000 Passwörtern pro Sekunde dadurch. Es geht jetzt auf über 4 Stunden hier hoch. Und ihr seht auch gerade, dass meine CPU zu 100% komplett ausgelastet ist. Alle 16 Kerne gehen auf Hochtouren. 16 Kerne, was hat der für ein... Warte mal, ich muss mal so schauen. 9900K. Boah, ich habe 32 Kerne halt, ne? Ich habe einen i9-7980XE mit 2,6 GHz. Ja, und eine GPU habe ich halt 2 RTX, ne? Ich glaube, mein Rechner wäre dann wahrscheinlich schneller. Habe ich jetzt das Hacker-Battle gewonnen? Ich glaube nicht. CPU ist der Prozessor. Das weiß ich, Bro. Mein Prozessor rattert jetzt gerade mit 26.000 Passwörtern pro Sekunde durch. Und ich versuche jetzt mal herauszufinden, wie schnell meine Grafikkarte das hinkriegt. Also, wenn ich mich jetzt nicht wie so über oft GPU täusche, sollte das jetzt funktionieren. Jetzt passiert was. Okay, es funktioniert. Und es ist übertrieben schnell. Es geht einfach mit 425.000 Passwörtern pro Sekunde jetzt durch alle Kombinationen durch. Und es dauert jetzt nur noch 20 Minuten und dann haben wir das Passwort. Da ist das Passwort AB Creepy. Hat 13 Minuten gedauert mit meiner Grafikkarte jetzt. Ich gehe jetzt mal rüber zu Sebastian und gönn mir kostenloses WLAN. Ja, let's go. Ja, Digga, jetzt erstmal jetzt der nächste Schritt. Eigentlich das WLAN verstärken bis nach Hause. Und dann irgendwie über sein WLAN einen illegalen Darknet-Shop aufmachen. So wird gehackt und nicht anders, Leute. Einstellungen, Passwort, A, B, Creepy. Ja, mal kurz gucken, ob das Internet funktioniert. Ich gehe mal hier auf YouTube. Digga, das ist ja langsam das Internet. Aber es geht. Ja, bin drin. Also ich meine, klar, das Passwort war leicht. Nach dem ersten Versuch hatte ich wirklich Schiss, dass ich es einfach nicht drauf habe, weißt du, aber ich bin Profi. Ich habe auch erst vor kurzem mitgekriegt, dass Mercedes-Benz einfach gehackt wurde. Und scheinbar hat der Mercedes-Benz-Social-Media-Kanal einfach ein vierstelliges Passwort gehabt. Und das Digga, das ist halt einfach nur blöd. Also da muss man halt echt aufpassen und gerade auch Zwei-Faktor-Verifikation reinmachen. Da. Ja, ist so wirklich. Also so dumm, wer das nicht hat. Da hat man keine Chance, ne? Ja, erstaunlich. Gönnt euch ein sicheres Passwort, Alter. Was jetzt noch fehlt, ist es, einen Windows-PC zu knacken. So damn einfach, einen Windows-PC zu knacken. Und zugeben, wenn wir das Passwort vergessen, das ist so easy. Es gibt ja sogar noch weitere Dinge als Two-Factor. Es gibt ja gar noch sogar Sicherheitssticks und sowas von Google, die man physikalisch bestätigen muss und so. Ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, sich noch zusätzlich zu Two-Factor und einem sicheren Passwort zu schützen. Und auch wenn ich erst einige Stunden gebraucht habe, bis ich den Dreh raus hatte, es geht wirklich simpel. Also, meine Freundin hat jetzt das Passwort hiervon geändert und ich habe keinen Plan, aber das ist auch egal. Und zwar deswegen. Was viele nicht wissen ist, dass man bei Windows-PCs ganz normal im Anmeldefenster diese Kommandozeile öffnen kann. Mhm. Aber leider hat die nicht alle Rechte. Also installiere ich auf einem USB-Stick das Betriebssystem Linux Ubuntu und starte meinen PC nicht über Windows, sondern über diesen USB-Stick. Dann kann ich einfach diese Billo-Kommandozeile durch die OP-Admin-Kommandozeile austauschen, indem ich sie einfach umbenenne. Und nun kann ich mit dieser Kommandozeile ganz einfach das Passwort beliebig ändern, ohne das alte zu kennen. Und ich bin drin. Man muss zugeben, Sebastian... Alter, fucking Hackerman, Bro. Dann hat es mir mit seinem nur achtstelligen Passwort schon echt leicht gemacht. Und wenn da nur eine Zahl und ein Sonderzeichen drin gewesen wäre, hätte es direkt Tage gedauert, das zu knacken. Man muss auch sagen, dass das, was ich gemacht habe, jetzt keine große Kunst war, vielleicht zu anderen Sachen. Aber ich finde es halt trotzdem krass, wie viel ich jetzt innerhalb von 4 Tagen gelernt habe und theoretisch anrichten könnte. Aber es natürlich nicht tun werde. Erstens, weil Hacken illegal ist und deswegen natürlich auch schon ultra viele Leute hinter Gitter sitzen. Und zweitens auch, weil es absolut uncool ist. Und Thomas sieht aus wie ein Hacker, aber er ist keiner. Das ist auch echt ein bisschen kompliziert, also es wird, glaube ich, nicht mein neues Hobby. Wie ihr sehen könnt, gibt es im Internet dutzende Videos, mit denen einfach jeder hacken lernen kann. Und ihr habt auch gesehen, Digga, wie viel sicherer ein langes und kompliziertes Passwort ist. Aber wer kann sich sowas schon merken? Niemand. Aber das ist auch kein Problem mit Dashlane, dem Sponsor des heutigen Videos. Dashlane ist eine App für Handy und PC, die nicht nur eure Passwörter sicher verwahrt, sondern diese auch automatisch bei Websites für euch zum Login einträgt. Ich traue dieser fremden Firma alle meine Passwörter an und werde dir nun meine Kreditkartendaten geben und meine Penislänge. Danke für dieses tolle Video, Thomas. Das war cool.